Hallo Herr Pionczyk, schön Sie hier zu treffen auf dem One-Day-Meeting in Hannover. Meine Frage an Sie wäre, Sie gehen davon aus, dass es eine Erde 2 in relativ kurzer Zeit zu finden sein könnte, nach diesen dramatischen, schnellen Entwicklungen, die es gibt. Würde danach auch eine Zivilisation bald entdeckt werden, eine außerirdische? Ich glaube, das dauert zwar noch ein bisschen länger, aber innerhalb der nächsten 20 Jahre rechne ich schon damit, dass wir Aliens begegnen. Allein durch diese Kommerzialisierung der Raumfahrt. Immer mehr Leute werden ins Weltall fliegen und werden auch immer mehr UFOs beobachten oder begegnen. Und dass es dann da irgendwann mal auch zu Begegnungen mit Aliens direkt kommt, ist für mich eigentlich ganz logisch. Nach den Berechnungen, die Sie auch angestellt haben, die wir heute auch schon gesehen haben, ist es ja eigentlich fast ein Wunder, dass wir uns nicht auf die Füße steigen an Zivilisationen. Ja, wenn ich davon ausgehe, dass es eine galaktische Ordnung gibt, ne, dann muss man eben auch voraussetzen, oder eigentlich kann man davon ausgehen, dass es da auch so etwas genau wie in Star Trek eine oberste Direktive gibt. Dass es den einzelnen Rassen eben praktisch nicht erlaubt ist, in die Entwicklung nicht so entwickelter Rassen eben einzugreifen. Und von daher ist dann schon für mich klar, dass hier die Aliens nicht öffentlich landen, weil das einfach unsere ganze Kultur beeinflussen würde. Sind wir so eine Art eine geschützte Zone? Ja, was heißt geschützt? Ne? Kann man durchaus so sehen. Sie haben auch erwähnt, Sie sind auch von der Science-Fiction-Literatur inspiriert worden. Gibt es da ein paar Autoren, die auf Sie besonderen Eindruck gemacht haben? Ja, gerade diese neue Richtung oder in den 90ern, diese Cyberpunk-Romane, die haben mich ziemlich inspiriert. Ne? Und ansonsten, ich habe einen Lieblingsfilm, das ist Blade Runner. Der alte? Der klassische? Ja. Wunderbar. Dankeschön, dass Sie die Zeit gehabt haben.